Vor rund 5000 Jahren entsteht am Nil eines der größten und mächtigsten Reiche der Geschichte. Das alte Ägypten. Monumentale Tempel, Grabanlagen und Metropolen zeugen von der Macht dieser faszinierenden Zivilisation. Doch die ägyptische Kultur gilt bis heute auch als fremd und rätselhaft. Internationale Forscherinnen und Forscher erklären die Welt der gottgleichen Pharaonen und den Alltag ihrer Untertanen. 3000 Jahre hat das Ägyptische Reich Bestand. Was ist das Erfolgsgeheimnis der Hochkultur am Nil? Sie sind die Erben Alexanders des Großen und stellen die berühmteste Königin der Antike. Die Ptolemäer herrschen länger als jede andere Dynastie über Ägypten. Es ist eine letzte Blütezeit am Nil mit großen Veränderungen. Die Ptolemäer-Dynastie verbindet das alte Ägypten mit der modernen europäischen Welt. Und doch endet mit ihnen die Geschichte des alten Ägypten. Was ist die Erfolgsformel der Ptolemäer? Und warum ist ihr Reich trotzdem untergegangen? Im Jahr 333 vor Christus fordert der junge Herrscher Alexander III. Von Makedonien den persischen Großkönig Dareios III. Heraus. Bei Issos treffen die Gegner aufeinander. Die Makedonen sind klar unterlegen. Ein Sieg scheint unmöglich. Mit einer tollkühnen Reiterattacke gelingt Alexander das Wunder. Er schlägt den Perserkönig in die Flucht und besiegt dessen Armee. Wenn er ihn nun verfolgt, hat er die Chance, den verhassten Feind endgültig zu vernichten. Doch Alexander entscheidet sich dagegen. Er will nach Süden ziehen, in das legendäre Reich der Pharaonen. Mehr als 2700 Jahre existiert das alte Ägypten bereits mit seinen Prachtbauten, seiner geheimnisvollen Religion und den unermesslichen Reichtümern. Die letzte Blütezeit der Ägypter ist jedoch lange vergangen. Seit dem 6. Jahrhundert vor Christus herrschen mit Unterbrechungen die Perser in Ägypten. Sie machen das Land am Nil zu einer Satrapie, einer persischen Provinz. Wie alle unterworfenen Völker müssen auch die Ägypter dem Großkönig Tribut entrichten. So zeigt es ein Relief in Persepolis. Nach seinem Sieg über Dareios will Alexander die Perserherrschaft in Ägypten beenden und den Thron der Pharaonen für sich gewinnen. Der Makedonenkönig will dabei nichts dem Zufall überlassen. Alexander war brillant. Er wusste, dass man ein Land nicht einfach mit Gewalt an sich reißen kann. Ihm gefiel Ägypten sehr, aus welchem Grund auch immer. Und er fand einen Weg, die Herzen und Köpfe der alten Ägypter zu gewinnen. Alexanders erster Weg führt ihn in die Hauptstadt, Memphis. Dort opfert er im örtlichen Heiligtum dem Apis-Gott einen lebendigen Stier. Alexander setzt sich damit bewusst von den persischen Herrschern ab. Denn diese, so heißt es, hätten den Apis-Stier in Memphis getötet. Ein antiker Autor behauptet, die Perser seien seit dieser Freveltat in Ägypten verhasst gewesen. Das Problem der Quellen ist natürlich, dass in der Retrospektive die Sieger besonders positiv dargestellt werden. Und Alexander der Große, der die persische Herrschaft in Ägypten beendet hat, als strahlender, positiver Held auch eher in die Geschichte eingegangen ist. Das macht es so ein bisschen schwierig, die Perserzeit tatsächlich angemessen zu bewerten. Auch die Perser sorgen für positive Impulse in Ägypten. Sie bringen das Kamel an den Nil. Bis dahin waren Esel das wichtigste Transportmittel. Die genügsamen Kamele ermöglichen es, ganz neue Routen durch die Wüste zu erschließen. Die Perser verbessern auch die Infrastruktur des Landes.
So lassen sie einen Kanal graben, der den Nil mit dem Roten Meer verbindet. Er erlaubt eine schnelle und unbeschwerliche Reise zwischen Persien und Ägypten. Doch auch Alexander hat große Pläne mit dem neu gewonnenen Land. Bei einer Inspektionsreise vom Nil bis zur Küste erkennt er, was Ägypten fehlt. Ein hochseefähiger Hafen. Und so gründet er eine Stadt, die seinen Namen trägt, an der Mittelmeerküste. Den Standort wählt Alexander mit Bedacht. Alexander plant die Stadt höchstpersönlich. Entscheidend ist der Hafen. Durch einen Damm zu der Insel Pharos entstehen zwei geschützte Hafenbecken. Einer für die Kriegs-, einer für die Handelsflotte. Außerdem wird ein Kanal angelegt, der die Stadt am Mittelmeer mit dem Nildelta verbindet. Bald nach der Gründung von Alexandria fasst Alexander ein neues Ziel ins Auge. Es ist eine Entscheidung, die bis heute Anlass zu Spekulationen gibt. Von Alexandria aus bricht der Feldherr mit seinen engsten Gefährten zu einer Reise auf. Fast 600 Kilometer legen die Männer zurück. Ihr Ziel ist ein sagenumwobener Ort. Die Oase Siwa, mitten in der libyschen Wüste. Die Oase liegt fernab aller Handels- und Reiserouten am Rande der damals bekannten Welt. Trotzdem ist Siwa in der Antike berühmt. Denn die Oase gehört zu den drei bedeutendsten Orakelstätten. Orakelstätten spielten in der klassischen griechischen Antike eine ganz große Rolle. Es war üblich, vor wichtigen Entscheidungen Orakel aufzusuchen und sich Bescheide einzuholen. Und genau das hat Alexander der Große auch in Siwa getan. Orakel haben in Ägypten eine lange Tradition. Bereits im Alten Reich wurde die Geiergöttin Nechbet befragt. Im Neuen Reich ist es ein Orakelspruch von Amun, der die Herrschaft Hatschepsuts legitimiert. Das einfache Volk bittet bei einer Barkenprozession die Götter um Rat. Unter den Ramessiden wird der Gott Ptah befragt. Die Ptolemäer übernehmen den Glauben und wenden sich an den legendären Imhotep. Die Orakelstätte Siwa liegt wie ein verborgener Garten inmitten einer unwegsamen Einöde. Es ist der westlichste Punkt des Ägyptischen Reiches. Auf dem Plateau von Siwa steht ein Tempel, den die Pharaonen im 6. Jahrhundert vor Christus errichtet haben. Doch die Archäologie geht davon aus, dass der Ort noch viel älter ist. Geweiht ist der Tempel Amun, der höchsten Gottheit der Ägypter. Was genau bei Alexanders Besuch in Siwa passiert, ist bis heute ein Rätsel. Denn offiziell ist niemand dabei, als er das Orakel aufsucht. Eine Quelle berichtet, Alexander habe den Gott Amun gefragt, ob er sein Vater sei. Wie im Tempel von Siwa wird der Gott Amun im ägyptischen Glauben auch in Gestalt eines Widders dargestellt. Das Symbol für Kraft und Fruchtbarkeit. Die deutlich jüngere griechische Religion übernimmt die Widderhörner des Amun als Attribut für ihren höchsten Gott, Zeus. Und so entsteht Zeus Amon, der Orakelgott mit den Widderhörnern. Warum aber wird auch Alexander später auf Münzen mit den Hörnern des Widders dargestellt? Als er das Orakel verlässt, erwartet ihn bereits ein Priester, der ihn als Sohn begrüßt. Der Gott Amun hätte ihm aufgetragen, diese Anrede zu verwenden. Er habe gehört, was er hören wollte, soll Alexander darauf gesagt haben. Bei seinem Trip nach Siwa bescheinigen die ägyptischen Priester den Makedonen also eine göttliche Abstammung. So zumindest berichten es die Quellen. Wie viel politisches Kalkül steckt hinter Alexanders Gang zum Orakel? Das Aufsuchen des Orakels von Amun mag nur eine Laune Alexanders gewesen sein. Aber wenn, dann fußte sie ganz sicher auf seiner politischen Strategie. Ich bin mir sicher, er wusste, was dort geschehen würde.
Es war der einfachste und direkteste Weg, um König von Ägypten zu werden und die Loyalität der Ägypter zu gewinnen. Mit seinem Besuch in Siwa erreicht Alexander zwei Ziele. Er lässt sich eine gottgleiche Stellung bestätigen und er sichert sich die Herrschaft über das ägyptische Reich. Nach seiner Rückkehr von der Oase ordnet Pharao Alexander die politischen Verhältnisse im ägyptischen Reich neu. Er setzt Makedonen als militärische Anführer und Ägypter für die innenpolitischen Aufgaben ein. Die Unterstützung der Priesterschaft ist ihm sicher. Denn der neue Pharao sorgt dafür, dass die religiöse Elite ihre Ämter und ihre Privilegien zurückerhalten, so wie vor der Perserzeit. Das zeigt sich auch in den alten Tempelanlagen. Manch eine wird jetzt aufwendig restauriert, dank der finanziellen Unterstützung von Alexander. Dafür wird er auf mehreren Tempelreliefs als ägyptischer Pharao dargestellt. Im März 331 v. Chr. Verlässt Alexander Ägypten, nach nicht einmal 4 Monaten. Sein kurzer Aufenthalt wird das Land für immer verändern. Doch auch Alexander ist nicht mehr der gleiche. Als göttlicher Herrscher erobert er die halbe Welt. Bis er mit nur 32 Jahren in Babylon stirbt. Ägypten hat der Pharao aus Makedonien nie mehr wiedergesehen. Der Tod Alexanders erschüttert die damalige Welt. Denn das Reich des Makedonenkönigs erstreckt sich über Teile Europas, Asiens und Afrikas. Niemand ist in der Lage, in seine großen Fußstapfen zu treten. Das Reich zerbricht. Die Generäle Alexanders teilen es unter sich auf. Lange hatten sie Seite an Seite gekämpft. Doch jetzt geraten die einstigen Gefährten Alexanders in Streit um sein gewaltiges Erbe. Als die Nachfolger, altgriechisch Diadochen, gehen diese Männer in die Geschichte ein. Einer von ihnen ist Ptolemaios. Der Jugendfreund Alexanders hatte es bis zum General und zu einem der 7 persönlichen Leibwächter des Königs gebracht. Jetzt will er selber herrschen. Ptolemaios I., der Dynastiegründer, hatte sich relativ frühzeitig bereits Ägypten sichern können. Eine, wie sich herausstellte, exzellente Wahl. Denn Ägypten war wirtschaftlich prosperierend und ließ sich relativ gut verteidigen. Von hier aus plant Ptolemaios seine nächsten Schritte. 321 v. Chr. Gelingt ihm ein großer Coup. Er bemächtigt sich der Leiche Alexanders, die einer der Diadochen nach Griechenland schaffen wollte. Ptolemaios bringt ihn nach Ägypten, in die Hauptstadt Memphis. Es ist ein ungeheurer Prestigegewinn. Denn wer den Leichnam besitzt, kann sich als legitimer Nachfolger Alexanders präsentieren. Bald nach dem Raub des Leichnams führen die Alexander-Nachfolger blutige Kriege, die als Diadochenkämpfe in die Geschichte eingehen. Ptolemaios kann sich am Ende behaupten. 304 v. Chr. Erklärt er sich zum König von Ägypten. Als Herrscher und Begründer einer neuen Dynastie will Ptolemaios ein deutliches Zeichen setzen. Im gerade erst gegründeten Alexandria startet er mehrere Großbauprojekte. Die neue ägyptische Metropole am Mittelmeer soll von der Macht und Dauer der Ptolemäer-Dynastie künden. Besonders ein Bauwerk steht dabei im Vordergrund. Der Leuchtturm. Geschmückt mit einer Poseidon-Figur soll er zum Wahrzeichen der Stadt werden. Später wird er zu den 7 Weltwundern gezählt. Doch der Leuchtturm dient nicht nur als Prestigeobjekt. Sein Feuer ist auch ein wichtiger Orientierungspunkt, um die Schiffe zum großen Seehafen von Alexandria zu leiten. Der Turm ist auch durch ägyptische Bildhauerkunst geprägt. Am Fuß befinden sich 12 Meter hohe Steinfiguren aus der ägyptischen Mythologie.
Heute befindet sich an der Stelle des Leuchtturms eine Mamelukenfestung aus dem 15. Jahrhundert. Für ihren Bau wurden die Trümmer des alten Ptolemäer-Leuchtturms verwendet. Bis heute bewacht die Festung den Hafen von Alexandria. Fast alle Spuren der antiken Stadt sind inzwischen verschwunden. Schicht um Schicht wurde Alexandria im Laufe der Jahrhunderte überbaut. Nach Kairo ist es heute die zweitgrößte Stadt Ägyptens. Urban, weltoffen, mit einer bunt gemischten Bevölkerung. Ein Erbe der Antike. Alexandria war sehr kosmopolitisch. Hier trafen sich Ägypter, Griechen, Menschen aus dem gesamten Nahen Osten, aus Libyen, der ganzen Mittelmeerwelt und aus Afrika. Ein Ort für Händler, für Politiker, für Gelehrte und auch für viele Religionen. Es war sozusagen ein Cocktail und ein Zentrum für den Austausch von Ideen. Insbesondere der Hafen von Alexandria wird zu einem Schmelztiegel. Hier ist der Anlaufpunkt für Flotten aus dem gesamten östlichen Mittelmeer, die mit dem reichen Ägypten Handel treiben wollen. Für das Reich der Pharaonen ist das neu. Menschen aus den verschiedenen Regionen Europas strömen in das Land und finden in Alexandria eine zweite Heimat. Die antike Metropole ist griechisch geprägt. Doch in Alexandria siedeln neben Ägyptern auch Juden, Thraker und andere Ethnien. Im Südosten der Stadt errichten die Ptolemäer einen Tempel, das Serapeum. Hier verehren sie den Gott Serapis, eine Neuschöpfung, die griechische und ägyptische Eigenschaften vereint. Das Schaffen von Göttern ist etwas, was typisch für Ägypten ist. Ich kann immer wieder einen neuen Gott schaffen. Weil alles um mich herum göttlich ist, kann ich es neu definieren. Ein Gedanke, der so außerhalb von Ägypten eigentlich sehr unüblich ist. Die Überreste des Serapeums sind noch heute in Alexandria zu sehen. Ein letztes Zeugnis der Blütezeit, die mit Ptolemaios dem I. ihren Anfang nahm. Als der Herrscher 285 v. Chr. Mit über 80 Jahren stirbt, hinterlässt er ein wirtschaftlich, politisch und militärisch stabiles Reich. Sein Sohn Ptolemaios II. Führt die Herrschaft des Vaters erfolgreich fort. Dabei gibt er sich als hellenistischer König, achtet aber zugleich darauf, dem Volk ein guter Pharao zu sein und die ägyptischen Eliten einzubinden. Das Land am Nil profitiert von dieser offenen Politik. 278 v. Chr. Heiratet der neue Herrscher. Seine Braut heißt Arsinoe. Das Außergewöhnliche? Arsinoe ist die Schwester von Ptolemaios. Als Philadelphos, der Schwesternliebende, kann sich der Herrscher sowohl auf griechische wie auch auf ägyptische Vorbilder berufen. Die Ptolemäer rechtfertigen die Geschwisterehe mit zwei Traditionen. In der griechischen Mythologie hat der Gott Zeus seine Schwester Hera geheiratet. Und im alten Ägypten gab es Geschwisterehen in den pharaonischen Königsfamilien. Für die Ptolemäer wird es ein Markenzeichen. Damit sichern sie ihre Macht. Von nun an inszenieren sich die beiden als göttliches Paar. Ein Dichter lästert, er stieß den Stachel in ein unheiliges Loch. Für diese Zeilen bezahlt er mit dem Leben. Arsinoe ist eine der ägyptischen Königinnen, die schon zu Lebzeiten vergöttlicht werden. Sie ist sehr einflussreich am Hof und mischt kräftig in der ägyptischen Politik mit. Arsinoe begründet die Tradition der starken Ptolemäerfrauen. Auf der Nilinsel Philae, an der südlichen Grenze Ägyptens, errichtet Ptolemaios für Arsinoe einen prächtigen Tempel. Es ist die in Stein gehauene Rechtfertigung für die neue Familienpolitik. Denn auf Wandreliefs des Tempels wird Arsinoe als Isis dargestellt. In der Mythologie der Ägypter heiratet die Göttin ihren Bruder Osiris. Eine klare Botschaft des neuen Herrschers an sein Volk.
Als Kriegsherr erfüllt Ptolemaios II. Alle Erwartungen. Die Flotte beschützt die Küsten des Reiches. Und das ägyptisch-makedonische Heer führt seine Feldzüge weit jenseits der Grenzen gegen das Seleukidenreich und andere. Unter den Ptolemäern entsteht ein Überseeimperium im östlichen Mittelmeer mit zahlreichen Stützpunkten. In der Levante, auf Zypern, in Kleinasien. Der Fernhandel sorgt für neuen Wohlstand. Und die Ptolemäer erneuern den strategischen Verkehrsweg, der das Rote Meer mit dem Nildelta verbindet, ein Vorläufer des Suezkanals. Der von den Persern gebaute Wasserweg war mit der Zeit versandet. Jetzt wird er wieder instand gesetzt, mit Hilfe eines komplexen Schleusensystems. Es ist ein Geniestreich der ptolemäischen Ingenieure. Auch im ägyptischen Kernland sorgen die Ptolemäer für einen Aufschwung. Das Fayum-Becken südlich des Nildeltas gilt als der Gemüsegarten Ägyptens. Die Pharaonen hatten den Sumpf trockengelegt. Jetzt siedeln sie hier ihre Armeeveteranen an. Den griechischen Ingenieuren gelingt es, die Anbaufläche zu verdreifachen. Vor allem dank neuer Techniken, mit denen die Jahrtausende alten Methoden der Bewässerung deutlich verbessert werden. Das Wasserschöpfrad, im Orient Noria genannt, gehört dabei zu den wichtigsten Erfindungen. Es kann das Wasser aufwärts befördern, damit es dann durch Kanäle an Stellen geleitet werden kann, die bislang trocken lagen. Dadurch wird neues Ackerland gewonnen. Die ältesten bekannten Schöpfräder, die mit Wasserkraft betrieben werden, stammen aus dem Fayum-Becken zur Zeit der Ptolemäer. Auch Innovationen wie die archimedische Schraube oder die Druckpumpe des Ktesibios sollen die Bewässerung der Felder verbessern. Sie steigern den Ertrag der Landwirtschaft und bleiben für viele Jahrhunderte in Gebrauch. Etwa 40 neue Orte entstehen unter den Ptolemäern im Fayum-Becken. Der größte ist Karanes. Heute hat sich die Wüste wieder weite Flächen der Bauernsiedlung zurückgeholt. Doch vor über 2000 Jahren gab es hier blühende Gärten und pulsierendes Leben. Berühmt sind die Mumienporträts aus dem Fayum. Bilder von Verstorbenen, die auf ihre Sarkophage gemalt wurden. Sie stammen aus römischer Zeit, doch es sind die Nachkommen der makedonischen Siedler. Im trockenen Klima Ägyptens haben sich die Porträts mit den individuellen Zügen außergewöhnlich gut erhalten. Die reichen Erträge, die im Fayum-Becken erzielt werden, sorgen nicht nur für die Ernährung der Bevölkerung, sondern auch für hohe Steuereinnahmen. Erst damit werden so gigantische Bauprojekte wie die in Alexandria überhaupt erst möglich. Der Reichtum der Ptolemäer ist legendär. Gestützt wird die Dynastie dabei von einer griechisch-ägyptischen Oberschicht, die sich ihre Loyalität gut bezahlen lässt. Zu den wenigen archäologischen Spuren aus der Antike, die sich heute in Alexandria finden, gehören die Katakomben von Kom el-Shokafa. In der Römerzeit dienen sie als letzte Ruhestätte für wohlhabende Bürgerinnen und Bürger. Die Katakomben bezeugen bis heute die Synthese von ägyptischer und griechisch-römischer Kultur. Alexandria ist ungeheuer wichtig als Schmelztiegel. Man kann dem Zusammenschmelzen buchstäblich zusehen, etwa in den Grabstätten, wo der ägyptische Gott Anubis eine römische Rüstung trägt. Es ist eine Verschmelzung altgriechischer und altägyptischer Traditionen. In Alexandria entsteht aus den alten Kulturen etwas Neues. In der legendären Bibliothek soll das Wissen der Welt versammelt werden. Mit ihr löst Alexandria das griechische Athen als geistiges Zentrum ab. Obwohl die Bibliothek schon in der Antike eine Berühmtheit ist, ist bis heute ungeklärt, wie sie zerstört wurde.
Vielleicht ist der Grund dafür ein schweres Seebeben, das 365 nach Christus das Mittelmeer erschüttert. Ein verheerender Tsunami trifft auf die Küste Ägyptens. Auch der Palastbezirk von Alexandria, in dem sich die Bibliothek befindet, wird von der Flutwelle zerstört. Wahrscheinlich liegen die Reste der Bibliothek heute auf dem Meeresgrund. Der Gebäudekomplex hatte vermutlich eine stattliche Größe. Denn die Bibliothek versammelt vor ihrer Zerstörung bis zu 700.000 Schriftrollen unter ihrem Dach. Alle Werke werden auf Papyrus niedergeschrieben. Die meisten sind auf Griechisch verfasst, manche auch auf Hebräisch oder auf Ägyptisch. Die Schriften decken die bekannten Wissensgebiete der Zeit ab. Mathematik, Medizin, Philosophie und die Naturwissenschaften mit dem Schwerpunkt auf der Astronomie. Die Wissenschaften sind eine Leidenschaft von Ptolemaios II. In Alexandria wird der erste Bibliothekskatalog der Welt entwickelt, zur Ordnung der riesigen Bestände, die auch mit Hilfe von Tricks immer weiter anwachsen sollen. Die Ptolemäer waren geradezu besessen von ihrer prächtigen Bibliothek. Und sie waren sehr clever bei der Beschaffung von Schriften. Wenn ein Schiff in den Hafen kam, ließen sie es immer gründlich durchsuchen. Und sie nahmen alle Schriftrollen mit und kopierten sie. Dann gaben sie die Kopien zurück und behielten die Originale. So hatten sie immer die Erstausgabe. In Alexandria übersetzen jüdische Gelehrte erstmals die heilige Tora ins Griechische und schaffen damit die Grundlage für das Alte Testament. Und der ägyptische Priester Manetho schreibt eine Geschichte der ägyptischen Königsdynastien von ihren Anfängen an. Sie ist bis heute der Ausgangspunkt für die Chronisten des alten Ägypten. Seine Einteilung in 30 Dynastien über einen Zeitraum von fast 3000 Jahren ist nach wie vor der Leitfaden der ägyptischen Geschichte. Auch wenn viele seiner Angaben heute umstritten sind, bleibt seine historische Arbeit von unschätzbarem Wert. Im Auftrag der Ptolemäer hebt der Historiker das Alter des ägyptischen Reiches besonders hervor. Seine Zählung der Dynastien endet mit der Eroberung Ägyptens durch Alexander den Großen. Doch in Alexandria geht es nicht nur um Bücher und theoretisches Wissen. An die Bibliothek angeschlossen ist das Museion. Hier betreiben die Gelehrten der Zeit Forschung. Etwa der Arzt Herophilos, der als Vater der Anatomie gilt. In Alexandria soll er im 3. Jahrhundert vor Christus die ersten wissenschaftlichen Autopsien an Menschen vorgenommen haben. Erstmals wird hier der Erdumfang von Eratosthenes korrekt berechnet und die Geographie als wissenschaftliche Disziplin gleich mit erfunden. Euklid verfasst in Alexandria das wichtigste Lehrbuch der Mathematik und beweist den Satz des Pythagoras. Und der Mechanismus der Wasseruhr wird hier weiter verfeinert. In der Forschung ist Alexandria über Jahrhunderte Vorreiter. Im 2. Jahrhundert nach Christus entwirft der Gelehrte Claudius Ptolemaios hier das geozentrische Weltbild. Alexandria ist zwar eine multiethnische Stadt, doch im kulturellen Austausch gibt es auch Grenzen. Alexandria ist für den Hellenismus eines der ganz großen Zentren, ein Thinkpool im wahrsten Sinne des Wortes, wo Dinge neu gedacht werden. Also etwas sehr, sehr Spannendes, was eigentlich aus hellenistischem Denken hervorgeht. Aber es war nicht in dieses Denken eingebunden, die ägyptische Tradition und das ägyptische Denken. Das Nebeneinander der kulturellen und geistigen Traditionen zeigt dieser weltberühmte Fund aus der Ptolemäerzeit auf. Der mehrsprachige Stein von Rosette. 1799 entdeckt ein Soldat Napoleons in Ägypten den Stein. Gut 20 Jahre später liefert er den entscheidenden Hinweis für die Entzifferung der Hieroglyphen. Denn die dreisprachige Inschrift
ermöglicht die Entschlüsselung der Hieroglyphen, die wie die Buchstaben des Alphabets für Laute stehen. Die ersten Hieroglyphen, die entziffert werden können, ergeben einen Namen. Ptolemaios. Die Inschrift aus dem Jahr 196 vor Christus huldigt der Dynastie. Doch in dieser Zeit beginnt bereits der langsame Niedergang der Ptolemäer. Militärisch geraten sie zunehmend in die Defensive. Das ägyptische Heer muss gegen seinen Erzfeind, das Diadochenreich der Seleukiden, empfindliche Niederlagen hinnehmen. Noch gelingt es, die Souveränität Ägyptens zu wahren. Doch außenpolitisch nimmt der Druck zu. Die Ptolemäer verlieren nach und nach ihren Überseebesitz. Dass sie sich überhaupt noch als Großmacht behaupten können, verdanken sie einem neuen Akteur auf der politischen Bühne: Rom. Im 3. Jahrhundert vor Christus rückt Rom in die erste Reihe der Mittelmeermächte vor. Jeder Konkurrent wird beseitigt. Im westlichen Mittelmeer endet für Karthago nach zwei verlorenen Kriegen 201 vor Christus die Rolle als Großmacht. Danach ist Rom die führende politische Kraft im westlichen Mittelmeer und richtet den Blick verstärkt nach Osten. Der scheinbar unaufhaltsame Aufstieg Roms hat für Ägypten und die geschwächte Dynastie der Ptolemäer einen unverhofften Vorteil. Die Römer haben durch ihre Ausweitung in das östliche Mittelmeer hinein eigentlich eher die ptolemäische Herrschaft stabilisiert, weil die Kriege, die die Römer bis in die Mitte des 2. Jahrhunderts vor Christus führen, in der Regel Kriege sind gegen potenzielle Feinde der Ptolemäer. Insofern haben die Römer eher den Ptolemäern in die Karten gespielt. Ptolemaios der VIII. Herrscht ab der Mitte des 2. Jahrhunderts vor Christus über Ägypten. Ein Herrscher mit Imageproblem. Wie es Tradition ist bei den Ptolemäern, stellt auch der VIII. Gerne den Reichtum seiner Dynastie zur Schau. Doch während der Pharao sich als Nachfolger des Weingottes Dionysos inszeniert, lässt er zugleich Gelehrte und Intellektuelle aus Alexandria vertreiben. Die rächen sich auf ihre Weise. Sie schmähen Ptolemaios den VIII. Nicht nur als genusssüchtigen Trinker, sondern auch als Tyrannen und als grausamen Herrscher, der sich wenig um das Wohlergehen seiner Untertanen schert. Viele Ptolemäer haben sich sehr positive, wohlklingende Beinamen zugelegt. Ptolemaios der VIII. Hat sich selber als Euergetes, als Wohltäter bezeichnet. Diesen positiven Geschmack haben allerdings die Alexandriner ins Gegenteil gewendet, indem sie ihn Kagergetes genannt haben, ein Übeltäter und auch als Physkon, als Fettwanst. Berüchtigt wird der VIII. Ptolemaios wegen eines grausamen Familiendramas. Er heiratet seine Schwester, vergewaltigt seine Nichte, heiratet diese, verbannt seine Schwester, wird dann selbst von seiner Ex aus Alexandria vertrieben und rächt sich brutal. Sie haben ein gemeinsames Kind, den Memphites. Den kann Ptolemaios der VIII., der sich zu dem Zeitpunkt auf Zypern aufhält, zu sich lockern und bringt ihn um, zerstückelt ihn und schickt das Paket seiner liebreizenden Schwester als Geburtstagsgeschenk nach Alexandria. Schreckensgeschichten wie diese tragen nicht dazu bei, die Herrschaft der Ptolemäer zu stabilisieren. Umso wichtiger ist deshalb eine gute Beziehung zu Rom. Der Einfluss der Römer in Ägypten wächst stetig. Doch vor einer Annexion schreckt der Senat noch zurück. Der Reichtum Ägyptens könnte zu Streitigkeiten führen und Rom destabilisieren. Die Beziehungen nach Alexandria aber bleiben eng. 134 vor Christus empfängt Ptolemaios der VIII. Eine römische Delegation auf Inspektionsreise in seiner Hauptstadt. Es wird ein echter Clash of Civilizations. Während Ptolemaios Stolz, Pracht und Luxus seines Reiches präsentiert, sehen die asketischen Militärs aus Rom darin eher ein Zeichen von Dekadenz und Sittenverfall. Die Zukunft Ägyptens scheint ungewiss.
Umso mehr, als die Nilschwemmen wiederholt ausbleiben. Nach ägyptischem Glauben ein Zeichen dafür, dass die Götter dem Pharao nicht wohlgesonnen sind. Es gibt eine ganze Reihe von vielversprechenden neueren Ansätzen, die versuchen, Klimaphänomene mit wirtschaftlichen Entwicklungen, aber auch innenpolitischen Entwicklungen im ptolemäischen Ägypten zu verbinden. Da die Ptolemäer, wie alle ägyptischen Könige vor ihnen, für das richtige Ansteigen des Nils verantwortlich sind, ergeben sich daraus auch sehr schnell innenpolitische Probleme für die Herrscher. Für Klimaforscher ist Grönland ein wichtiger Ort. Denn hier können sie Proben aus dem kilometerdicken Eisschild nehmen. Die Eisbohrkerne sind eine Art Klimaarchiv. Sie dokumentieren langfristige Entwicklungen, aber auch Naturkatastrophen auf das Jahr genau. 2020 machen die Forscher in einer Ascheschicht eine überraschende Entdeckung. Sie finden heraus, dass es im Jahr 43 vor Christus, also in der Endphase des Ptolemäerreiches, einen gewaltigen Vulkanausbruch auf einer Insel vor Alaska gab. Die riesige Aschewolke verursacht eine globale Klimaveränderung. In Ostafrika verschiebt sich der Sommermonsun in den Süden. Die Folge? Der Nil führt zu wenig Wasser. Es gibt Missernten und Hungersnöte. Ein altbekanntes Phänomen in der Geschichte Ägyptens. So findet die Reichseinigung 3000 vor Christus während einer Dürreperiode statt. Auch das Ende des Alten Reiches fällt mit einer Trockenzeit zusammen. Erneut ist es eine Dürre, welche die dritte Zwischenzeit begleitet. Ebenso wie die Invasion der Perser im 6. Jahrhundert vor Christus. Für die Herrscher sind diese Krisen fatal. Die Menschen hatten ein deutliches Problem, was der Pharao selber nicht lösen konnte. In solchen Fällen dann konnte das System nicht mehr richtig funktionieren. Und ein Misstrauen gegenüber dem Herrscherhaus war da. Ein Misstrauen, das sich auch in Aufständen Bahn bricht. Es sind Krisen, mit denen auch sie fertig werden muss. Kleopatra. Mit ihr endet zwar die Dynastie der Ptolemäer, doch anders als ihre direkten Vorgänger versucht sie alles, um den Untergang des Ägyptischen Reiches abzuwenden. Kleopatra die Siebte war eine außergewöhnliche Herrscherin der Ptolemäer, denn sie schien wirklich an Ägypten interessiert. Sie hatte Verantwortungsgefühl und sie gehörte zu den wenigen Herrschern der späten Dynastie, die tatsächlich durchs Land gereist sind. Offenbar sprach sie auch Ägyptisch, nicht nur Griechisch. Sie hatte eine echte Wertschätzung für ihr Land, was bei den Ptolemäern nicht die Norm war. Antike Quellen betonen Kleopatras Intelligenz, ihre Anmut und ihren großen Einfallsreichtum. So soll sie sich in einem Teppich versteckt in Caesars Palast schmuggeln. Kleopatra bittet den Römer um Hilfe im Thronstreit mit ihrem Bruder. Ein riskantes Spiel mit dem damals mächtigsten Mann der Welt. Sie behauptet sich gegenüber diesem kolossalen Giganten, einem Imperium, das Ägypten selbst in seiner größten Ausdehnung wie einen Zwerg erscheinen lässt. Rom. Rom war so mächtig. Kleopatra dachte wohl, es sei das Beste, wenn sie Roms Macht für sich und Ägypten nutzbar macht. Zur Zeit des ersten Treffens von Kleopatra und Caesar ist Rom längst die unangefochtene Nummer 1 in der Welt des Mittelmeers. Caesar selbst hatte die Grenzen Roms weiter verschoben. Bisher konnte Ägypten seine Unabhängigkeit wahren. Doch die Zukunft des Pharaonenreiches ist bereits aufs Engste mit dem Schicksal des Imperium Romanum verbunden. Kleopatra und Caesar schmieden in Alexandria ein Bündnis, von dem beide profitieren. Kleopatra wird durch Caesars Protektion die Herrscherin von Ägypten. Und Caesar hat eine verlässliche Partnerin, die ihm den Reichtum Ägyptens sichert, vor allen Dingen das Getreide für Rom. Als Kleopatra von Caesar schwanger wird, scheint das Bündnis besiegelt. Ihre Art der Politik
war sicher nicht gewöhnlich. Also sie hatte ziemlich unkonventionelle Methoden. Und da gehört die Beziehung zu Caesar sicher dazu. Sie hatte mit ihm ein Kind, das heißt, sie werden auch eine Beziehung gehabt haben. Aber das Anliegen war von beiden Seiten sicher ein bisschen größer zu denken. Also da stecken von beiden Seiten glasklare politische Intentionen dahinter. Doch Kleopatras Pläne zerschlagen sich, als Caesar 44 vor Christus in Rom ermordet wird. Die Königin muss sich und ihren Sohn, den Thronfolger, schützen und verhindern, dass sie unter die Räder der römischen Politik gerät. Der Tempel von Dendera zeigt auf der südlichen Außenwand ein gewaltiges Relief. Zu sehen sind die Pharaonin Kleopatra und ihr Sohn Ptolemaios der 15., vom Volksmund Caesarion genannt. Als designierter Pharao trägt er die Doppelkrone Ägyptens, während Kleopatra den Göttern opfert. Ein Erlass aus dem Jahr 33 vor Christus trägt die Unterschrift von Kleopatra. Unter der Verordnung steht auf Griechisch Genostoi, so soll es sein. Es ist das bisher einzige bekannte handschriftliche Zeugnis eines altägyptischen Herrschers. Was das komplizierte Verhältnis zu Rom betrifft, weiß Kleopatra sich zu helfen. Die Pharaonin kann nach dem Tod Caesars den neuen Hoffnungsträger aus Rom für sich gewinnen, Marcus Antonius. In Alexandria bereitet sie dem Feldherrn einen triumphalen Empfang. Demonstrativ zeigen sich die beiden Seite an Seite. Sogar gemeinsame Münzen lässt Marcus Antonius schlagen. In Rom ein Skandal. Kleopatra wird dort als die Hure vom Nil beschimpft. Was ganz in seinem Sinne ist, Octavian. Er ist der Adoptivsohn Caesars. Einst war er mit Marcus Antonius verbündet. Doch das ist jetzt vorbei. Octavian erklärt Ägypten den Krieg. 31 vor Christus unterliegen Kleopatra und Marcus Antonius in der Seeschlacht von Actium. Die Pharaonin weiß, sie hat verloren. Wie ihr geliebter Marcus Antonius sieht sie nur noch einen Ausweg: Selbstmord. Dass sie sich durch einen Schlangenbiss tötet, gehört vermutlich allerdings ins Reich der Legenden. Die Einnahme eines Gifts aber halten die Forschenden für wahrscheinlich. Mit Kleopatras Selbstmord endet die Geschichte des alten Ägypten als souveräner Staat. Kleopatra die Siebte spielte mit hohem Einsatz und verlor. Tatsächlich hätte sich kein Herrscher zu jener Zeit gegen die römische Übermacht behaupten können. Die Zeit des pharaonischen Ägypten war abgelaufen. Seine Strukturen trugen nicht mehr. Im Hafenbecken von Alexandria finden Taucher 1996 Ruinen, die vielleicht zum Palast Kleopatras gehören. Doch das alte Ägypten ging mit Kleopatra nicht endgültig unter. Mit dem Tod von Kleopatra der Siebten endet zwar die Ptolemäerherrschaft, aber es endet damit nicht das pharaonische Ägypten. Denn die römischen Kaiser, die in der Folge Ägypten in das römische Kaiserreich integrieren, treten ebenfalls als Pharaonen in Ägypten auf, setzen auch die Bauprojekte, die die Ptolemäer angestoßen haben, weiter fort. Er macht den Anfang. Octavian, der erste römische Kaiser und Pharao. Augustus der Erhabene lässt er sich nennen. Augustus macht Ägypten mit seinen reichen Getreidevorkommen zu seiner persönlichen Provinz. Ein wichtiger Rückhalt seiner Macht. Alle zukünftigen Kaiser werden es genauso halten. Dank der Verschmelzung griechischer und ägyptischer Kultur führt die Ptolemäer-Dynastie Ägypten in eine letzte Glanzzeit. Doch als diese Balance zerbricht, geht auch ihre Epoche zu Ende. Die Faszination Ägyptens aber dauert fort, bis zum heutigen Tag.